Motorsäge ist ein vielseitig einsetzbares, cooles Tool. Sie kann Bäume fällen, Äste entfernen oder Brennholz machen. Und, tja, Kunst! Diese 8 Sägen Künstlerinnen und Künstler können es kaum erwarten, gegeneinander loszukarren. Aber nur eine oder einem winkt der Titel Motorsägen Master. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, die größte Kreativität zu beweisen und zu zeigen, was man aus dem Rohstoffholz alles mit der Motorsäge herstellen kann. Viele Bäume haben eine Geschichte und dort kann ich dann wirklich ein Kunstwerk schaffen. Mit brachialer Gewalt durch die Kettensäge erschaffen wir Skulpturen. Jeder sagt einem, oh, ein gefährliches Werkzeug ist es ja auch. Aber genau das liebe ich daran. Und die Biestigkeit, die Motorengeräusche, die Geschwindigkeit. Kettensäge ist ja ein sehr, sehr grobes Werkzeug. Wenn man dann die feinen Sachen sieht, die am Ende entstehen, das ist schon faszinierend. Das Schwierige bei der Show jetzt ist, dass wir nicht wissen, was passiert. Gar nichts. Man kann sich gar nicht vorbereiten. Ich liebe es eigentlich, mich vorzubereiten. Also ist das jetzt nochmal ein richtiger Sprung ins kalte Wasser. Ich bin ein sehr, sehr kompetitiver Mensch. Ich möchte definitiv so weit kommen, wie es geht. Im Normalfall kennen wir uns alle recht gut leiden, aber sobald die Säge läuft, denkt jeder nur ans Gewinnen. Bevor das alles losgeht, in die Arena rein, da hat man schon Herzklopfen. Wusstest nicht, was dich erwartet, was auf dich zukommt. Ich wüsste selten, dass ich so viel Anspannung in meinem Leben gespürt habe. Willkommen in der Kaf-Arena. Man hat die ganzen Stämme drumherum gesehen, fast 2 Meter hoch. Also man konnte sich da schon ausrechnen, dass es eine gewaltige Aufgabe wird. 8 Gladiatoren kämpfen um den Titel Motorsägen-Master und 10.000 Euro. Ich will den Sieg, klar. Sonst wäre ich nicht hier. Jede Runde wird einer abgesägt. Das kann ich natürlich nicht selbst entscheiden. Deshalb habe ich hier Silvia Itzen, Ketten. Sägen Queen und Mr. Goldfinger der Kunstszene, Tim Bengel an meiner Seite. Total coole Jury. Die Silvia, die hat natürlich ein absolutes Fachwissen. Ich bin Silvia Itzen, ich bin freie Künstlerin und mache Skulpturen mit der Motorsäge. Ich mache das jetzt über 20 Jahre. Mich fasziniert die Schnelligkeit dabei. Man kann innerhalb sehr kurzer Zeit auch sehr große Objekte herstellen. Durch die Erfahrung, die ich habe, kann ich bewerten, ist es aufwendig, technisch gut umgesetzt, sind Details drin und sind Fehlschnitte auch da. Ich bin wirklich Perfektionist. Wer hier nicht abliefert, da ist dann halt Knall raus. Mein Name ist Tim Bengel, ich bin Künstler und ich arbeite mit Sand und Gold. Er schafft daraus großformatige Collagen. Meine Funktion bei Motorsägen Masters ist, dass ich auch mal einen anderen Blickwinkel reinbringen kann. Ich gucke nach Einfallsreichtum, der Kreativität, stimmt die Ästhetik, die Gesamtkomposition von der Skulptur. Er kennt uns nicht, er kennt die Schnitzerszene nicht und ich denke, das gibt nochmal so einen Touch rein. Ja, und ich habe immer die Möglichkeit, auch mal eine Wildcard zu ziehen, allerdings nur einmal. Das werde ich dann tun, wenn ich glaube, dass die oder derjenige noch eine Chance brauchen, eine Möglichkeit haben, vielleicht doch noch zu gewinnen. Ich habe mir gedacht, sei so gut, dass du die Wildcard gar nicht erst benötigst. Das ist eine Sache von Glück, von daher verlasse ich mich da erstmal nicht drauf. Die Challenge heute. Und im Moment haben wir halt alle darauf hingefiebert, was kommt jetzt als Thema. Heißt. Bis zur Verkündung von dem Thema war alles noch safe. Märchen und Mythen. Märchenfiguren ist nicht unbedingt meins,
Aber es bedeutet nicht, dass ich es nicht kann. Ob Feen, Drachen oder klassische Märchenfiguren, ihr könnt eure Fantasie wirklich freien Lauf lassen. Aber wir haben noch eine extra Bedingung für euch. Ihr müsst, wenn wir den Ralf schon hier haben, ihn in eure Kunstwerke irgendwie irgendwo mit einbauen. Porträt von Möller, wie soll das gehen und so in kurzer Zeit? Dass der Ralf da mit unterzubringen war, das war natürlich total neu und nicht einfach. Die Carver, die Sägen sind am Platz bereitgestellt. Werkzeuge findet ihr hier, alles was ihr braucht. Ihr habt 4 Stunden Zeit, um an dem Thema Märchen, Mythen, Möller zu arbeiten. Dabei überhaupt was auf die Beine zu stellen, ist schon sehr, sehr sportlich. Nachdem ich dieses Signal hier starte, geht es los! Das Thema, die Zeit, das Signal und dann Feuer frei. Ne? Die werden sich eine Idee überlegen, ja, das vielleicht als Skizze aufs Papier bringen und dann diese Skizze aufs Holz transportieren. Der erste Gedanke war natürlich ein breites Grinsen, innerlich wie äußerlich, weil das genau mein Genre ist. Ich arbeite unheimlich gerne an Trolls, Orks, Fantasywesen. Tatsächlich wollte ich ganz gerne einen Troll machen mit Ralfs Gesicht. So ein bisschen im Ausdruck, vielleicht auch so ein bisschen mischen mit Gladiator. Es war im ersten Moment war es eine Katastrophe. Ich hatte einen kompletten Blackout, ich wusste nicht, wie ich rangehen soll. Ich wollte auch jetzt nicht irgendwelchen Kitsch machen. Ich bin hin und her gerissen, Pfefferkuchenhaus oder irgend sowas. Ich bin total, total nervös. Ich will natürlich auch nicht gleich in der ersten Runde rausfliegen. Also Märchen an sich war noch okay, da fällt einem vielleicht noch was ein. Dann aber in der Kombination mit Ralf, den dann noch mit reinzubringen, das war schon noch mal eine extra Herausforderung. Mal grob die Proportionen reinzeichnen, dass ich gucke, ob es überhaupt in den Stamm reinpasst. Meine erste Idee war, eine Hexe zu machen. Ich habe jetzt erstmal hier ganz grob mal den Kopf angezeichnet. Einfach nur ein Kringel, die Mittellinie für die Augenhöhe in etwa. Ja, nicht einfach. Es soll ja nicht ins Lächerliche gehen. Ne? Die meisten versuchen so groß wie möglich und so imposant wie möglich. Und meine Herangehensweise ist halt klein, filigran, aber halt sau schwierig dadurch. Also es hätte schlimmer kommen können, muss ich ehrlich sagen. Mir ist jetzt dann doch relativ schnell was in den Kopf geschossen. Also ich denke, ich mache Adam und Eva. Natürlich ist Ralf der Adam, der hinter diesem Baumstamm vorspitzt und hier seine Muckis präsentiert und der Eva hier schön nachstellen möchte. Das war tatsächlich mein erster Gedanke und dem sollte man immer folgen. Das ist immer eine gute Idee, hoffe ich. Oh Gott. Ich habe mir gedacht, dass ich den Ralf als starken Arm mit Hand einbaue und habe da so eine griechische Mythologie im Kopf mit 2 Wölfen. Ich will nicht den bösen Wolf haben, ich möchte die guten haben. Der Wolf ist nicht immer der Böse. In der griechischen Mythologie ist er was Gutes. Er ist der Helfer der Menschen, er behütet die Menschen. Wolf. Was passt Besseres als der böse Wolf mit so einem Oberarm? Bang. Ich will einen Wolf machen, der Großmutter bei Rotkäppchen fressen will. Und im Bett am besten. Ich denke auch, dass ich den Stamm umwerfen werde und im Liegen arbeiten. Ich bin Toni Werner, komme aus Eckersin in Mecklenburg-Vorpommern, bin 32 Jahre alt und bin Tiefbauer. Das Schnitzen mache ich nebenberuflich, ist mein Hobby. Wir hatten damals im Pasewerk eine kleine Tanne, die musste einfach weichen und habe mir vom Vater die Kettensäge geschnappt, abgeschnitten und da musste ein kleines Stück stehen lassen. Und wir haben überlegt, was machst du daraus? Also gab ein Herz, schön viereckig, schön eine Seite so, andere Seite so. Ja, das war meine erste Berührung mit der Kettensäge und dem Schnitzen. Das war vor 9 Jahren. In diese Schnitzerszene reinzukommen, ist ganz, ganz schwer. Ich habe mich einfach dann immer selbst eingeladen in irgendwelchen Veranstaltungen, Dorffesten und habe dann immer noch ein paar andere Schnitzer dann gesagt, komm los, wir machen jetzt sowas. Ich weiß nicht mal, ob ich den ersten Tag überstehe. Ich gehe da ganz sanft ran und lass mich überraschen, was passiert. Mach mir keine großen Hoffnungen, weil die Konkurrenz ist echt hart.
sobald man die Kettensäge in der Hand nimmt, ist man relativ schnell im Tunnel. Am Anfang wollte ich einfach nur losschneiden. Als allererstes, das nennt sich Ausblocken, erschaffe ich quasi die Grundform der Figur. Mit der ganz großen Säge werden erstmal die größten Blöcke abgeschnitten. Also das, was man nicht braucht, kommt erstmal weg. Zuerst die großen Schnitte und dann mit kleineren Sägen ins Detail. Also eine Figur, da kann man hunderte von Stunden verbringen, bis die zu 100% fertig ist, weil man findet immer irgendwas. Man muss einfach denken, man darf nicht zu kompliziert denken hierbei. Das Thema war ja Mythen gewesen, da habe ich mir einen Drache rausgesucht und da wollte ich einen geflügelten Drachen mit einem großen Flügel darstellen. Weil Ralf Möller ist ja ein Überflieger in seinem Bereich, den er betreibt. Sonst wäre es da einfach nicht 1986 Mr. Universum gewesen. Die Planeten stellen das Universum dar, schlagen Oberarm, steht für die Kraft. Also von der Geschwindigkeit her klappt es ganz gut, muss ich sagen, aber es sind noch ein paar Dinge dabei, wo ich ein bisschen unschlüssig bin, wie es wirklich aussehen soll. Bei Märchen habe ich tatsächlich wirklich als erstes an eine Hexe gedacht. Und dann bin ich eben auch gleich dabei geblieben. Mal schauen, ob das gut war oder nicht. Dann habe ich der eben noch diese Ratte auf die Schulter gesetzt. Ich hatte zwischendurch so eine Phase, wo ich mir nicht sicher war, ob das alles passt. Ob ich das, was ich mir überlegt habe, überhaupt in den Stamm reinkriege. Bin nach wie vor ja, angespannt. Zeittechnisch muss ich gucken. Also Hoffnung ist noch da, dass es alles klappt, aber ja, ist so ein gewagter Grat im Moment noch. Mal gucken, ob es hinhaut. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Wenn ein Märchen kommt, da ist der Froschkönig dran. Ich mach den Froschkönig und der reicht dem Ralf die Kugel und will den verzaubern. Ja, ich sag mal, diese menschlichen Figuren genau in die Proportion zu bringen, dass das am Ende nicht lächerlich aussieht und passt, ist natürlich schwer ohne Modell, ohne maßstabgerechte Zeichnung. Deswegen habe ich dann selber mal so die Stellung eingenommen, wie ich es dann wollte, damit der Arm nicht so verdreht aussieht. Ist nicht einfach. Ja, es sind ja sehr viele Durchbrüche, sehr filigran. Aber bisher passt. Sofort die Idee, da letztendlich einen Ork entstehen zu lassen oder einen Troll mit der Optik von Ralf Möller. Ein Ork ist für mich der Inbegriff eines Fabelwesens. Er ist hässlich, er ist muskelbepackt, er hat eine gewisse Dynamik. Also vereint alles für mich, was dieses Thema angeht und alles, was ich einfach gerne schnitze. Ich habe mich dann dazu entschlossen, den oberen 60 cm abzukappen, daraus die Arme zu fertigen. So, jetzt befasse ich mich erstmal mit dem Gesicht. Ich habe es ja letztendlich damit versucht, sein Gesicht da so ein bisschen zu karikieren, dass man den Ralf Möller auch irgendwo wiedererkennen kann. Ich habe versucht, so die wesentlichen Gesichtszüge eben zu erhaschen und dann da einigermaßen was hinzuzaubern. Ich habe ihn halt nicht, also ich träume nachts nicht von ihm und habe sein Gesicht jetzt nicht vor Augen. Ich glaube, er wird das mit Humor nehmen. Ganz gut, würde ich sagen. Weiß noch nicht, welche Feinheiten nachher, die ich das alles schaffen soll, weil es sind nur noch 2,5 Stunden. Aber gucken. Die größten Herausforderungen lagen darin, dass es die Proportionen stimmen, dass der Kopf zu der Länge des Körpers passt. Im Groben habe ich jetzt den Wolf ja schon, den Kopf habe ich schon ausgeschnitten. Das nächste ist, weil ich mache erstmal grob die Handausarbeit. Weil wenn ich es nicht mehr schaffe, fein zu machen, habe ich aber grob gemacht. Dann ist das schon zu erkennen, dass eine Hand ist. Hier hin. Also trotzdem eng. Ich schärfe jetzt meine Kette. Die wird einfach ab und zu, also die nutzt einfach ab und ist nicht mehr so scharf wie am Anfang. Und damit das Segen Spaß macht, muss die einfach immer rattenscharf sein. Ich habe mir gedacht, dass ich den Ralf als starken Arm mit Hand einbaue.
Ralf Möller als Veganer ist auch ein Tierfreund, setze ich jetzt mal voraus, und hat dann quasi die Rolle als Titan, die Wölfe aus der griechischen Mythologie aus der Unterwelt heraus zu befördern, damit sie den Menschen helfen können. Und das war mir schon bewusst, dass natürlich eine Hand sehr arbeitsintensiv ist. Die Zeit war natürlich schon die große Herausforderung und das Motiv war jetzt auch nicht das Einfachste. Es ist ambitioniert. Also ich bin nicht schlecht davor, aber ich muss mich ranhalten. Ja, ich glaube, bei Rees könnte es knapp werden, weil sie hat sich ja diese Reliefarbeit vorgenommen, hat den Stamm in der Mitte durchgetrennt und jetzt haben wir Halbzeit und sie hat erst eine der vier Seiten bearbeitet. Das wird sehr sportlich. Ihr ursprüngliches Konzept wird sie wahrscheinlich nicht umsetzen können. Das ist eben das Problem, wenn man so eine Reliefarbeit in relativ kleinen Dimensionen macht. Man kann, natürlich schneidet man alles grob mit der Kettensäge raus, aber im Gesichterbereich in der Größe ist mit einer Kettensäge ist da einfach Stopp. Und dann muss man halt einfach Feinwerkzeuge wie den Gratschleifer, den Dremel, Bildhauer, Stechbeitel benutzen. Das ganze Feingepopel, das kostet einfach nur Zeit. Katastrophe, Christian. Ich werde niemals fertig und es sieht scheiße aus und ich werde nie fertig. Es ist noch Zeit. Resi, die ist total hektisch. Ding-ding-ding. Sie ist da nicht so ganz so organisiert wie manch anderer. Und dann macht die sich an ein Relief, was einfach viel zu viel Arbeit ist für 4 Stunden. Geht nicht. Resi! Relief war eine scheiß Idee, echt. Sie hat wieder an sich gezweifelt. Da muss man sie mal kurz einen Arsch treten. Versuch nur hier ein bisschen schönen Fokus zu machen. Ich mach jetzt da. Weil das ist alles, das guckt sich alles weg. Also Christian ist ja genau das Gegenteil eigentlich von mir. Der steht da wie ein Fels, eine Seelenruhe, als würde er jetzt gleich noch einen Kaffee trinken dazu. Ich war froh, dass ich mein Motiv gefunden habe. Ich habe mich dann fürs Schneewittchen entschieden und habe den Ralf da eingesetzt, also Ralf und die 7 Zwerge. Christian ist mir aufgefallen, weil er aus meiner Sicht ein sehr hohes Risiko rein statisch eingeht, ob dieser Apfel von einer kleinen Figur nachher gehalten werden kann. Ja. Weil wenn das schief geht, dann bricht ihm die Skulptur einfach zusammen. Also ein Risiko ist es auf jeden Fall, genauso wie beim Uwe. Der hat auch freigeschnitten und auch da kann es passieren, dass was abbricht. Das ist auch ein Risiko. Das ist total riskant, weil die Sache sehr, wirklich sehr filigran ist. Der kleinste Fehlschnitt oder die kleinste Erschütterung, da fliegt hier irgendwas weg. Ich bin Uwe Hempel, bin 60 Jahre alt, bin verheiratet, 2 Söhne. 2000 war ich zum Blockhausbau-Lehrgang und da schnitzte der kanadische Blockhausbauer mit der Kettensäge. Ich habe im Forst gelernt und da wurde uns natürlich von Anfang an gesagt, niemals mit der Schwertspitze ans Holz wegen Kickback. Und der kanadische Blockhausbauer, der ist überall rumgekurvt und leichtsinnigerweise sage ich, das kann ich auch. Ich bin mittlerweile 3-mal deutscher Meister geworden und international beim Blockhausen Cup schon 3-mal gewonnen. Das macht Spaß. Vor allem auch, um die Jungen zu ärgern. Die meisten kriegen nicht mal einen geraden Schnitt ins Holz. Und wir machen ganz grazile Figuren. Gehört viel Übung dazu und natürlich ein bisschen Talent. Habe ich mich schon selbst erkannt? Ja, also es gibt schon einige Muskelformen. Ich sehe eine Faust oder der Troll. Bei manchen bin ich auch noch ziemlich neugierig, wie die dich noch einbringen wollen. Da kann ich es noch gar nicht richtig erahnen. Richtig. Na, meine Scheibe ist runter, ich muss eine neue drauf machen. Die andere Flex ist gerade im Arsch gegangen. Das wirft mich um eine halbe Stunde zurück. Schlecht. Dadurch, dass mir meine Flex kaputt gegangen ist, habe ich gut eine halbe Stunde verloren. Ich wollte noch damit dann richtig in die Decke einarbeiten und alles und diese kleinen Falten damit machen. Und das konnte ich damit leider nicht mehr. Der Toni ist mir schon direkt aufgefallen, weil er wirklich in diesem Wolfsgesicht auf den ersten Blick sehr viele Details schon verarbeitet hat. Da ist natürlich die Frage, kann er dieses Level halten und bis zum Ende diesen Detailreichtum über die Ziellinie bringen? Mir ist bei den Bearbeitungen ein Span ins Auge geflogen, der tierisch genervt hat. Den habe ich nicht rausbekommen.
Da kam dann irgendwann Sanitäter um die Ecke. Vorne machen, wir brauchen ein bisschen Wasser zum Ausspülen. Ich habe keine Zeit. Okay, die wollten das Ding spülen, da hatte ich aber keine Zeit für. Und habe mich irgendwann dafür entschieden, ich lasse das Ding jetzt da drin. Und irgendwann hat es sich dann von alleine erledigt, Gott sei Dank. Und habe dann langsam wieder in meinen Flow gefunden. Erkennst du dich wieder? Da erkenne ich mich direkt wieder. Ich habe zwei Kandidaten, wo ich gerade denke, dass es wirklich eng werden könnte. Ich habe da jetzt noch so einen kleinen Gürtel umgelegt, einen veganen Gürtel, einen Powerriegel und sowas. Ich mache jetzt bloß hier und da so ganz leichte Farbakzente. Hoffe ich, dass die Zeit reicht, dass ich es komplett mit Farbe schaffe. Und zum Ende habe ich diese kleinen Akzente hier gesetzt. Ich wusste, das kostet nicht viel Zeit. Und hätte ich jetzt aber noch was Größeres angefangen, wäre ich vielleicht gar nicht fertig geworden. Als Künstler muss man im Prinzip alles können. Von Sägen bis Zeichnen, Malen, Fußnägel lackieren. Ihr habt jetzt noch 15 Minuten Zeit. 15 Minuten. Jetzt ist keine Zeit mehr. Verfluchter Mister, was ein Dreck. Beim Finish der Skulptur hat der Winkelschreiber angefangen zu stottern. Erst dachte ich, der Schalter hängt. Dann dachte ich, das Kabel ist nicht richtig drin. Oh, fuck, man. Da habe ich schon festgestellt, dass der Kabelbruch hat. Und da musste ich eine Alternative suchen. Da habe ich gesehen, dass die Res schon am Malen ist. Und da dachte ich, fragst mal die Res, ob ich den Winkelschreiber benutzen könnte. Resi, brauchst du deine Flex? Wenn man ein Werkzeug braucht, ist das ja verlorene Zeit, also Katastrophe, eine kleine. Ich hab Kabelbruch an meiner. Kann ich die Horn? Ja. Ja, top, danke schön. Die hat mir dann freundlicherweise ja Winkelschleifer gegeben und somit konnte ich dann auch die Skulptur quasi beenden. Vier Stunden sind rum. Ich hätte mir gewünscht, dass noch ein paar Minuten mehr sind. Die vier Stunden waren für mich total ausreichend. Ich hatte am Ende entspannt Zeit noch. Also wirklich happy bin ich nicht damit. Resi hat eben das Relief gemacht. Das ist unheimlich viel Arbeit und es sieht nach wenig aus. Mehr geht immer, aber in vier Stunden, für vier Stunden bin ich zufrieden. Ich find's geil. Ich würd's kaufen. Und da sehen wir den Wolf, der die Großmutter gefressen hat. Thema war ja Märchen. Irgendwie habe ich gleich am bösen Wolf gedacht. Und dann Thema noch Möller. Den dann einzuarbeiten war gar nicht so einfach. Was macht einen aus? Muskeln. Also habe ich ihm dann Muskeln noch verpasst und dann ihm auch ein bisschen stark gezeigt. Der abgerissene Fuß dann von der Großmutter und ja, so ein Auge noch wachend, andere Auge zu, weil er vollgefressen ist. Jetzt konnte er das Fertige sehen. Da war ich schon ein bisschen erleichtert. Jetzt fertig. Proteine. Der Glöckner von Notre Dame. Muskulös und grimmig. Ich habe mir halt ein wenig einen Troll rausgesucht, deswegen auch nur vier Zehen und vier Finger und habe versucht, Ralf und den Troll in einer Figur zu vereinen. Ich finde das vom Steffen total cool. So ein bisschen ist er auch, glaube ich, mein heimlicher Favorit. Der hat irgendwie so einen coolen Stil, gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist der Ralf und die sieben Zwerge. Ich wollte einfach ganz anders dran gehen. Ich wollte einen kleinen Balanceakt schaffen. Keine Fehlschnitte, hat er super mit eingearbeitet. Dass ich natürlich nicht ein Tagessieger werde damit, das ist mir arschklar. Aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit und was die anderen da sagen, das ist mir jetzt auch egal. Das nächste Meisterwerk, klar erkennbar, ein Drache. Ich sehe das Datum 1986. Da wurde ich Weltmeister, Mr. Universum in Tokio, in Japan.
Natürlich hat es dem Ralf gefallen. Sein Mr. Universum damit eingebaut. Das war ein genialer Schachzug. Eine Hexe. Richtig. Und du hast ja jetzt am Anfang ganz viele Details im Gesicht gemacht, dich lange damit beschäftigt. Wie ist es dir mit dem Rest nachher ergangen? So, hätte ich noch mehr Zeit gehabt, hätte es noch mehr Details gegeben. Ne? Vielleicht noch ein paar mehr Energy-Riegel. Was ist denn das da für ein Tier? Das ist die Power-Ratte. Der Ralf sitzt auf der Schulter. Ja, zumindest die Kraft von ihm. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er eine Ratte ist. Die Ratte ist smart. Das sind ganz schlaue Tiere. Ich habe ihm aber gleich gesagt, dass ich ihn nicht als Ratte sehe, um Himmels Willen, sondern dass das eben eher um die Kraft geht. Er hat zumindest dahinter gestanden und fand es, glaube ich, ganz witzig. Ralf und Eva, sogar die blau-grünen Augen. Relief war vielleicht nicht gerade die beste Idee. Ich habe die ganze Zeit gemacht, getan, aber irgendwie kommt halt nicht viel rum. Und ich konnte die 4 Stunden ganz schwer abschätzen. Ich selber bin mit mir absolut unzufrieden. Ein Relief zu arbeiten ist nicht einfach. Du hast Details drin, du hast den Apfel mit drin, du hast die Schlange mit drin. Also ich muss einfach hoffen, dass es im Gesamtbild dann trotzdem gefallen hat. Dann werden wir uns jetzt mal zur Beratung zurückziehen. Ihr seid die Jury. Ihr werdet entscheiden, wer heute schon gehen muss. Das ist natürlich sehr beeindruckend, was hier in 4 Stunden passiert ist. Aber einen muss es am Ende eben treffen. Und einer geht als Gewinner in die nächste Runde. Nach dem Juryrundgang habe ich irgendwie relativ gute Gefühle. Ganz besonders begeistert bin ich von den Sachen, die filigran ausgearbeitet sind. Die Bemerkungen der Jury waren schwierig zu deuten. Es ist schon schön, wie er den Stamm gesprengt hat einfach. Sicherlich wird gleich nochmal die Nervosität hochgehen. Ich habe auch 2 schwächere Sachen gesehen, ja. Aber man weiß ja nie, wie die Jury entscheidet. Die Idee finde ich großartig. Die Umsetzung ist aus meiner Sicht gar nichts. Man steht da und wartet dann sehnsüchtig darauf, was verkündet wird. Trotzdem, dass man weiß, dass man gut war, kann ja irgendein Faktor gewesen sein, der einem Jurymitglied überhaupt nicht gefallen hat. Es ist soweit. Die Jury hat eine Entscheidung gefällt. Ich bin mit dem Endresultat eigentlich relativ gut zufrieden. Die Jury wird fair beurteilen. Was kann da schon passieren? Ich kann nur sagen, dass ich alle toll finde, aber einer kann nur gewinnen und einer muss gehen. Was geht im Kopf vor? Bloß nicht als Erster ausscheiden. Das ist ja so die absolute A-Karte. Man kann natürlich absolut nicht ausschließen, dass man jetzt rausgeht. Uns haben alle Werke begeistert. Ihr habt fantastische Arbeit geleistet in 4 Stunden. Aber 2 möchte ich gern nach vorne bitten. Das ist einmal der Uwe. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass das diesmal nicht in die Hose geht. Vor allem wegen der Schwierigkeit her. Das ist einmal der Andi, bitte. In dem Moment ist man halt doch schon angespannt, weil man weiß ja nicht, was passiert ist. Eure Arbeiten haben die Jury am meisten beeindruckt. Und derjenige, der heute als Tagessieger nach Hause geht, das ist der Andi. Du hast mit deinem Werk sehr viel Dynamik. Du hast den Block gesprengt, du hast was Größeres draus gemacht, du hast Bewegung drin und du hast das Thema sehr gut aufgegriffen mit dem Ralf, mit dem Universum. Und das war für uns Jury das Hauptkriterium. Okay. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch. Dankeschön. Ich war baff. Also muss man ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich so starke Gegner wie hier jetzt am ersten Tag besiege. Er hat das Thema am besten umgesetzt. Der Sieger hat für die nächste Challenge einen Vorteil, den wir morgen erst verraten. Okay. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ja, wer als Bestes abschneidet, hat auch was verdient. Finde ich cool. Ich freue mich für ihn. Die erste Show gleich gewonnen. War natürlich ein voller Erfolg für mich. Tim hat jetzt die nicht so einfache Aufgabe, jemanden nach Hause zu schicken, jemand, der in unserem Sinne abgesägt wurde. Also ihr habt alle fantastische Arbeit geleistet. Allerdings gab es unserer Meinung nach 2 Wackelkandidaten. Alle anderen sind direkt weiter.
Aber Julia und Toni, kommt bitte einen Schritt nach vorne. Da schluckt man erstmal, ne? Man möchte natürlich nicht nach Hause. War eine komische Situation, ne? Liebe Julia, du stehst hier als Wackelkandidatin und du fragst dich sicherlich, warum. In diesem Fall hast du das Gesicht ausgearbeitet, aber untenrum bist du nicht fertig geworden. Toni, persönlich war ich schon sehr beeindruckt von dem Wolf, von den Details. Allerdings waren die anderen Kandidatinnen und Kandidaten noch etwas stärker in den Details. Und was uns ein bisschen gefehlt hat, war Ralf. Wir haben Ralf nicht wirklich wiedergefunden in der Skulptur. Es war eine schwierige Entscheidung. Ich meine, ihr habt das Maximale aus 4 Stunden rausgeholt. Aber nachher waren wir uns schon einstimmig klar, dass Julia, du kommst eine Runde weiter. Und Toni, du musst leider nach Hause fahren. Okay. Danke, dass du mitgemacht hast. Ich finde natürlich total traurig, dass der Toni raus ist. Ich weiß, dass einer gehen muss, aber hat total Spaß gemacht mit ihm. Ich bin echt traurig im Moment. Ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass sowas jetzt so passiert. Ich fand schon, dass meine Arme den Möller gut rausgeholt haben mit den Muskeln und alles. Aber ist halt passiert. Die Jurybewertung war auf jeden Fall fair und die anderen haben gute Arbeit geleistet. Ich nehme auf jeden Fall mit nach Hause, da du nicht wirklich alles schaffen kannst und weiter an dir arbeiten musst. Das ist halt wie so eine Warnung, ne? Also, dass man vor allem morgen dann noch mehr Gas geben muss. Da haben wir schon den ersten abgesägt. Motorsägenmasters ist nichts für Weicheier. Zieht euch warm an. Beim nächsten Mal kommt einer unter die Räder. Heilige Scheiße. Das hat erstmal schockiert. Scheiße da. Das ist extrem anspruchsvoll. Die Kraft schwindet. Bin echt ins Schwitzen gekommen. Scheiße. Das war sauknapp. Oh mein Gott, das war's. Heute bin ich raus. Also, einfach weiterklicken.